So, und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Let's Play hier auf YouTube. Und zwar spielen wir Until Dawn. Gespielt wird von Taurin-Taurin und ich bin einfach nur mal wieder dummer Co-Pilot. Mein Name ist... Didoni. Richtig. Wir spielen Until Dawn. Schon ein relativ altes Spiel. Soweit ich weiß, war Until Dawn auch quasi das Spiel, das dann die ganze Dark-Picture-Reihe ins Rollen gebracht hat, die man dann immer zusammenspielen konnte mit anderen. Soweit ich auch weiß, ja, das erste Mal. Und ich weiß auch nicht, ob sie da die Finanzierung mit vom PlayStation gebraucht haben, weil das war ja exklusiv hier für die PlayStation. Die haben halt Geld reingebuttert, Sony halt. Und haben die halt das hier entwickelt. Mhm. Ja. Ja. Wir haben das Spiel nie durchgespielt, deswegen dachten wir uns, es ist eine gute Möglichkeit, wir haben auch gar nicht so weit gespielt, ehrlich das gesagt. Jetzt einfach auf YouTube nochmal zu tun. Ich mag die Spiele super gerne, diese Spiele, wo wirklich Schicksalsentscheidungen getroffen werden, die dann den restlichen Spielverlauf betreffen. Wir versuchen natürlich alle zu retten, ob es uns gelingt, weiß ich nicht. Am Ende sterben wahrscheinlich alle, so wie ich uns kenne. Ja, wir machen den Untertitel an, wir haben ja gesagt, wir machen ja, ab jetzt immer ich find's überall... Ich finde es angenehmer mit Untertitel. Ja, wir machen jetzt überall immer Untertitel, falls wir doch mal drüber reden, könnt ihr wenigstens ein bisschen mitlesen. Mhm. So, globale... Die Frau, die ihr da übrigens seht, ist Hayden Panettiere. Ex-Frau von einem der Klitschko-Brüder und Mutter eines Klitschko-Kindes, tatsächlich. Hat aber, glaube ich, nicht lang gehalten, die Ehe. Irgendwas war da. Ja, ich habe auch keine Ahnung, Mann. So, ihr wisst Bescheid, ne? Wenn ihr uns helfen wollt mit dem Algorithmen, ne? Dann wisst ihr Bescheid mit Daumen hoch und kommentieren. Ist immer ganz wichtig. Genau. Dann sage ich das direkt am Anfang auch. Wir gehen direkt rein in die neue Geschichte. Wahrscheinlich kommt es eh erstmal ein Intro, oder? Ja, ich denke. Dann rein ins Intro. Dann können wir weiterreden. Der Schmetterlingseffekt. Die kleinste Entscheidung kann die Zukunft dramatisch verändern. Deine Handlungen formen den Verlauf der Geschichte. Deine Geschichte ist eine von vielen Möglichkeiten. Wähle deine Handlung mit Bedacht. Jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Nein, Erwin. Ich gehöre überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, Darling. Was? Ein Netzwerkfehler ist aufgesehen. Wir machen mal fortsetzen. Oh, sie ist hier. Nein. Keine Ahnung, was das jetzt war. Warum braucht man da Internet für das Spiel, oder wie? Mike? Hier ist Hannah. Hey, Hannah. Nur wir wären jetzt hier. Josh,
Aber jetzt nehme ich die Steuerung. Ganz typische amerikanische Horrorgeschichte. Jugendliche in einer Hütte. Wir können ja mal auch zusammen. Also ich, wie gesagt, ich nicht gegen dieses Spiel, aber wir können ja einfach mal aus Spaß die ganzen Horrorklischees zusammenzählen. Klar. Das erste Klischee ist schon da. Mädchen mit Brille wird gemobbt von den anderen. Klischee Nummer 1. Ja. Benutze den rechten Stick zum Umsehen. Okay. Sie hat ein Geräusch gehört, sie geht nachschauen. Klischee Nummer 2. So, was bringt mir das jetzt, dass ich die Flasche angucke? Gar nichts. Shit, Josh. Wieder einmal hast du uns alle übertroffen. Du siehst in dem Shirt so heiß aus, aber ich wette, ohne bist du noch heißer. Komm um 2 Uhr ins Gästezimmer, Mike. Oh mein Gott. Was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Was ist das für eine Aussage? Unsere naive Schwester, sie hat eine Einladung bekommen. Richtiger Shit. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, rumknutschen und sehen, was daraus wird. Alexander, guck weg. Oh mein Gott. Augen zu. Das Shirt aus. Was? Oh mein Gott. Matt, was wollt ihr denn hier? Hannah. Tut mir leid, Hannah. Das ging wohl zu weit, aber... Mein dummer Streich. Mann. Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Vor allem mit der Kamera. Ich würde die sowas... Guck mal. Genau. Das Haus gehört ihr. Sie ist die Schwester von ihr. Ich hätte die allesamt aber jetzt sowas von aus diesem Scheißhaus gekickt, Alter. Ey, weiß. Richtig. Okay. Josh wecken. Josh! Ich glaube, Josh ist zu betrunken, um dir zu helfen. Ja, klar, aber trotzdem würde ich es doch tun, oder? Da draußen ist jemand. Was zum... Los, wo will meine Schwester hin? Alles gut, sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß, Ham. Ja, voll funny. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert. Es war nur ein Scherz. Ihr Idioten! Hannah! Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Also, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Okay, oh, Quick Time. Hasse ich. So. Sicher oder schnell? Sag doch. Schnell. Alles klar. Ich würde schnell nehmen. Rechts, links. Fußspuren natürlich. Hätte ich auch gesagt, natürlich, klar. Scheiße! Fuck! Shit! Verdammt, Hannah! Wo steckst du? Ja, wo bist du denn, ja? Sag einmal. So, benutze das Touchpad wie dargestellt. Cool. Hannah! Okay, wir suchen Hannah. Hannah ist scheinbar nach diesem voll lustigen Streich mit Kamera anscheinend aufgesprungen und hat fluchtartig das Haus verlassen. Ja, man denkt sich halt wirklich so, hey, ihr seid doch Freunde. Junge, da würde ich halt ausrasten, weißt du? So, mit L1 schneller gehen. Super, dass das auch mal geht jetzt. Hallo? Ist das ein Schuh? Ja, sieht so aus. Nee, so eine Figur.
Nee, das ist so ein. Achso, eine Figur, ja, stimmt. Todestotem. Da kann ich reingehen und die sind. Ja, keine Ahnung. Von Beth auf dem Berg gefunden. Okay, die nimmt sie nicht mit. Okay. Ich hätte es mitgenommen. Ich auch. Hannah! Dass da keiner von diesen Arschlöchern mitgeht. So, aber ich wäre sowas von mitgelaufen, weißt du? Junge, ich hätte spätestens jetzt die Panik meines Lebens, wenn ich da oben so einen halben Feierding gesehen hätte. Ja. Hannah, oh mein Gott, du bist ja am Erfrieren. Hier, nimm meine Jacke. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so dumm. Hannah? Du kannst nur loslassen. Es ist ja egal, wie es ist, ne? Hätte ich losgelassen, wäre mir runtergefallen, hätte ich sie. Weißt du, egal welchen Dings jetzt hat. Also, ich konnte nur verlieren, ne? Man konnte nicht seine Hand festhalten oder irgendwas. Junge, wir sind gerade mal keine Ahnung, wie lange im Spiel und es sind schon zwei Figuren tot. Also, man muss dazu sagen, Doni spielt ja die anderen Teile aktuell mit Jay Connor. Sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Jeder, das ist meine Kultur. Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran. Während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Okay. Ja, ja. Aber er ist noch nicht der Kurator. Der Kurator kam dann immer als später in den anderen Teilen. Du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Hm? Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Das war wirklich das allererste dieser Art von den Spielen. Also dieses Spiel war das erste. Ja. Und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an. Also, dass man sogar als Spieler jetzt so psychologische kleine Tests machen muss. Um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Damit das Spiel maximal weiß, in welche Richtung es gehen kann, um dich zu triggern. Finde ich, ist natürlich nicht so ausgereift, aber es ist trotzdem eine unglaublich coole Idee. Ja. Du musst es jetzt, du bist ja Spieler, dementsprechend musst du das alleine machen. Ja, yes. Was siehst du, Alexander? Und Vogelscheuche. Was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich. Sieht doch schön aus, was oder? Was macht das mit dir? Ich bin glücklich. Ich finde das eigentlich ganz schön. Schau mal, da ist ein Baumhof, da ist ein Vogelscheuche. Echt? Ich hätte gesagt, ich mag Vogelscheuche. Auf welche Weise hat es dich glücklich gemacht? Nee, bei dem Vogelscheuchen, ich finde, in erster Linie sehe ich hier alles, genau, der Sonnenschein ist friedlich. Beides eigentlich, aber ich meine jetzt den Sonnenschein. Das ist doch ein sonniges, schönes Bild. Sonnenschein. Verstehe.
Welches Wort beschreibt am besten dein Verhältnis zur Dunkelheit? Dunkelheit? Dunkelheit ist schon beängstigend, wenn was dunkel ist, ne? Also okay, also macht die Dunkelheit Angst. Oh, Angst. Wirklich? Generell, weil du nicht siehst, was vor dir ist. Das ist immer so. Stell dir mal vor, du bist im Wald und es ist alles dunkel. Das ist schon ätzend, ey. Sind die Nächte 18 Stunden lang? Warum glaubst du, hast du Angst vor der Dunkelheit? Eben, was ich gerade gesagt habe. Hä? Jedermanns Angst? Was ist das für eine... Ich weiß nicht, was vor mir ist. Also, ich weiß nicht. Eine völlig natürliche Furcht. Dunkelheit ist tatsächlich das Ungesehene und folglich das Unbekannte. Und was wäre mehr Grund zur Furcht als die Schrecken der Unsicherheit? Oh je. Offenbar ist die Zeit um für diese Sitzung. Wir sehen uns wieder. Bald. Bis dahin empfehle ich dich fernzuhalten von dunklen Orten. Halt dich fern von dunklen Orten, Alex. Ja. Ätzend. Sony Computer Entertainment. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt das Spiel ist. Das wird auch schon wieder so. Also das ist ja noch ein PlayStation 4 Spiel, also gar kein aktuelles. Wie ist das letzte Spiel nochmal, was ihr gespielt habt? Das letzte war das in dem Camp. The Quarry. Genau, The Quarry war das letzte. Und jetzt kommt ja im November das Neueste am 18. Und da freuen Jay und ich uns schon drauf. Wir schreiben uns jetzt schon jeden Tag auf WhatsApp. Ja! Das wird The Devil in Me, wird das sein. Yes. Da war es, Hayden Panettiere, das stand schon. Wenn du lauter drehst, wird es bei mir auch lauter. Entschuldigung, wir haben gerade festgestellt, wenn Alex an seinen Kopfhörern seinen Ton leiser dreht, wird er bei mir lauter. Bitte dreh nicht leiser. Heute ist anscheinend normal bei Tierstecken. Vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie auf Mount Washington. Sheriff Benny Klein, die uns umgeleitet hat. Danke für die Einladung. Den Ermittlungsstand für Hannah und Beth Washington, den noch immer vermissten Zwilling. Heute Abend vor einem Jahr verließen die Washington-Zwillinge die elterliche Lodge und liefen in einen Schneesturm. Verbrechen gab? Nein, offiziell nicht. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts, behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Meine Leute haben das Gelände durchsucht. Konnten die Mädchen auch nicht so weit gekommen sein. Etwas an diesem Berg scheint Tragödien geradezu anzuziehen. Mehr als Sie ahnen, Marty. Danke, dass Sie hier waren. Gefühl gilt der Familie Washington und ihrem Sohn Josh. Heute, am Jahrestag des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Und hallo, Freunde und Fans. Okay, und gleich von vorn. Okay. Na, hallo, Freunde und Fans. Es ist mega abgefahren, dass ihr dieses Jahr alle wieder hier seid. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ah! Also, ich will nur ganz kurz das ansprechen, was alle im Hinterkopf haben. Ihr wisst schon. Das ist der Schauspieler, der auch Freddie Mercury gespielt hat. Yes, genau, das ist Sorgen um mich. Und ich weiß, es wird schwer für uns alle zurückzukommen. Nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Aber ihr sollt alle wissen, ich meine, es bedeutet mir so viel, dass wir das durchziehen. Mein rechter Fuß ist eingeschlafen. Und ich... Aufpassen. Oh je. Ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken.
Oh je. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern und, naja, okay, also, diese Party wird absolut abgefahren, verstanden? Das Ganze hier wird ein Trip, den wir nie mehr vergessen, okay? Ja! Yeah. Ding, ding. Tut mir leid, ich finde ihre Stimme furchtbar. Tut mir leid. Gar nicht so geil, ne? Nee, gut, dass sie dann bei den anderen, bei den Dark Picture-Reihen geändert haben auf diesen Dark Country-Sängern. Ja, ja. Da ist ja jedes Mal das Intro ein Erlebnis. Oh, oh, oh. Ja, ist es. Absolut. Blackwood Pines. Ich habe damals dieses Spiel zum ersten Mal, nur ganz wenig, also wir haben es selber schon mal gespielt, nicht fertig, ja, sondern so ein bisschen. So ein bisschen, ja, genau. Dann wegen Zeitdingen kamen wir nicht mehr dazu, es weiterzuspielen. Vor allem, wir hatten damals keine Playstation, über die man spielen konnte. Wir haben uns die geliehen. Und genau, das die Spiel Zeit, war auch geliehen, ne? Ja, ja. Weder die Zeit hat nicht ausgereicht, um es durchzuspielen. Die Leihzeit. Und jetzt haben wir halt eben unsere eigene Playstation und dachten uns, warum nicht? Ganz gesehen haben wir es nie. Cool war es ja schon. Und ich habe das zum ersten Mal gesehen, so ein bisschen, so ein ganz kleines Stück weit, Let's Play von Gronkh. Gronkh, seine Let's Plays sind immer fantastisch, weil er kommentiert alles auch immer so schön. Absolut, ja. Hallo? Der ist nicht so nervig wie wir. Ist jemand hier? Okay, also, die zwei Mädchen, die wir gerade eben, was wir gerade gesehen haben, diese zwei Mädchen sind anscheinend tot. Und der Bruder dieser zwei Mädchen lädt jetzt ein zum Gedenken an das, was passiert ist vor einem Jahr, dass sich jetzt alle nochmal in dieser Hütte treffen. Habe ich richtig verstanden, ne? Yes, genau. Okay, und jetzt kommen sie halt alle an. Und jetzt spielen wir gerade sie. Ich weiß leider nicht, wie sie jetzt im Spiel heißt. Ich habe davor nicht aufgepasst. Weiß ich, es stand gerade vorher da, glaube ich. Aber wir haben wieder nicht aufgepasst. Ja. War alles andere wichtiger. So. Oh, was? So, das Tor ist kaputt. Klettere rüber, Chris. Ist auch gar nicht gefährlich. Nee, gar nicht. So, rütteln. Oh, scheiße, lassen wir's. So, nur nochmal als Info, wir spielen auf der PS5. Ja. Da soll das Ganze ein bisschen, keine Ahnung, flüssiger laufen. Ah, da würde ich sie, ich hätte auch sicher gemacht. Ja, ja, klar. Scheiß Knöpfedrückerei, ich sag's dir. Okay, wir bleiben sicher. Klar, warum sollte sie jetzt... Welcher Mensch würde springen? Es gibt ja gar keinen Grund, dass sie jetzt springen sollte. Ja? Gar nicht creepy. Warum kann man sich denn nicht treffen, wenn es noch Tag ist? Warum? Ja, warum fährt man nicht zusammen hin? Oh. Hey, kleines Kerlchen. Hast du Hunger? Huh? Oh. Ich hab doch gar nicht den Controller bewegt. Hey, hey, hey. Ist okay. Also, ich sollte den Controller nicht bewegen. Durchhalten. Ganz durch. Ich hasse Bewegungssteuerung, wisst ihr? Man konnte da auch die Steuerung ja eben einstellen mit einem 3D-Stick oder mit Bewegungen. Bitte bloß nicht Bewegungen. Geh zur Cyberstation. Hier kann man das sehen. Hallo, ich bin's. Sie heißt Sam. Sam, okay. Also Samantha wahrscheinlich. Man kann den Kopf bewegen. Oh, Samantha. Ja. Oh, ich tu die Augen drehen. Oh mein Gott. Junge, es tut mir leid, ich muss immer wieder ein Auge drauf. Ich habe jetzt einen TikTok-Kanal, ne? Ja, ja. Ich versuche jetzt, ich habe jetzt allein innerhalb der letzten zwei bis vier Minuten ungefähr
sind einfach nochmal irgendwie fast 3000 Views draufgekommen. Wenn es weitergeht, wenn der Algorithmus jetzt läuft, dann auch kannst hier, du... hier, das ist alles voll. Das ist alles, ja, ist richtig. Ich habe Doni ein paar, also das hört sich total dumm an, ja, aber ich hatte mal einen TikTok-Kanal und der lief ganz gut. Und dann habe ich halt gesehen, wie was und so weiter funktioniert. Aber das behalte ich alles, für mich. Alles nur dieses Video. Es ist, what the, ja, guck mal hier, geil. Das sind alles Follower. Ist ja auch ein guter, ist ja auch ein guter Clip. Da also, gar nicht nur, tut mir leid, nur zur Erklärung. So, es ist ja, man orientiert sich ja auf die mehrere Seiten und eine der größten und krassesten Plattformen ist halt nun mal einfach TikTok. Ja. Und ich habe gestern schon mal ein Video hochgeladen und es hat irgendwie nur 1700 Views bekommen und dann habe ich mir heute Tipps von Alex geholt und jetzt habe ich heute ein Video hochgeladen, das hat einfach fast 40.000. Geht noch weiter, wenn es gut läuft. So, ich lese mal, vor, ne? Nur kurz noch, er hat mir sogar vorher gesagt, also 40 werden's. Junge, ab jetzt bist du mein TikTok-Social-Media-Manager, hast du verstanden? Mach mal so. Das übernimmst du, du kriegst Zugriff auf den Account und dann wird da TikTok gemacht. Mach mal das so. Naturvölker und Schmetterlingsprophezeiung. Das ist dieser Tote, dieses Totem-Ding, was wir vorgefunden haben. Genau. Stämme, die einst in diesen Bergen lebten, glaubten, Schmetterlinge brächten Träume und Prophezeiungen einer möglichen Zukunft. Die Farbe des Schmetterlings symbolisierte die die Art der Prophezeiung. Tod, schwarze Schmetterlinge sagten den Tod des Träumenden voraus. Gefahr, rote Schmetterlinge warnten vor einer Gefahr. Verlust, braune Schmetterlinge sagten Tragödien voraus, die Freunde betreffen sollten. Führung, gelbe Schmetterlinge brachten helfenden und wegweisende Visionen. Glück. Weiße Schmetterlinge brachten Träume und Träume von Glück und Segen. Und jetzt erinnere dich mal dran, welche Farbe hatte das Totem, das du vorher gefunden hast? Hast du aufgepasst? Ne? Es war schwarz. Weil da war ja auch die Vorhersage ja, mit es war dem schwarz. Tod. Es war schwarz. Ja. Oh, da liegt wieder einer. Gelb? Während du dich umsiehst, kannst du den Totenartefakt entdecken. Wenn du ein Totem aufhebst und umdrehst, siehst du einen farbigen Schmetterling. Ja, genau. Oh, jetzt bin ich gespannt, was sie für eine Farbe bekommt. Und? Gelb. Gelb. Führungstotem. Was war gelb nochmal? Hoffnung? Die Zukunft ist ungewiss, ob die Vorhersage wahr wird oder hängt von deinen Entscheidungen ab. Führung, ja. Ja, genau, eben. Eine Vision der Führung für eine zukünftige Entscheidung. Naturvölker glauben genau hier während des Totems. Wir haben das Video gesehen mit einem Vogel. Ja. Der Vogel führt uns zu irgendwas dann. Vielleicht. Oder er hält jemanden von etwas ab, weil er in dem Moment dort landet oder so. Mhm. Alter, warum treffen die sich denn nicht alle gemeinsam, um da hoch zur Hütte eben zu fahren? Was ist das denn? Perverser Scheiß, oder? Chris, bist du hier? Ah, okay, sie wollte sich da mit jemandem treffen. Dein Rucksack ist hier, wo bist du? Du steckst nicht da drin, oder? Hallo, was haben wir denn hier? Okay, schließen oder herumschnüffeln? Also ich würde normalerweise würde ich die Tasche schließen. Nachdem mein Freund aber verschwunden ist, würde ich das Handy jetzt nehmen. Allerdings darfst du nicht vergessen, das Spiel will auch Dinge. Ich gebe mir sicher, du nimmst jetzt das Handy und in dem Moment kommt die Person um die Ecke und das kostet euch. Okay, du würdest. Okay. Wir machen jetzt schließen. Letzte Wort hast du. Nicht in den Sachen von Chris. Der Schmetterlingseffekt erscheint, wenn. Okay, diese Handlung ist wichtig für später. Chris! Sam! Hey, siehst du, weißt, wer genau das passiert. Ja. Ist verknallt in Ash, beschützerisch, humorvoll, methodisch. Oh, also. Ich hab da was Cooles gefunden. Was? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit, hier lang. Wohin? Gleich hier drüben. Das wird dich umhauen. Was für Art Teenager will er darstellen? Er sieht aus, als wäre er Mitte 50. Ich weiß. Also weiß ich jetzt. Sie, komm, sie doch auch nicht. Sie sind ein bisschen alt, Talk. Ja. Gut, wir haben aber noch nicht darüber gesprochen, wie alt sie sind. Sie sind Spätpubertäre. Ziemlich krass, oder? Das geht jetzt ganz fix dann. Ja. Komm schon, das sind coole Babys. Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja. Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Willst du mal? Nein, mach du ruhig, Großer. Okay, los geht's. Oh, es wird geballert, ne? Ja, Schießtraining. Kriegst du hin? Ich glaube an dich. So. Direkt mit einer Shotgun, okay.
Oder nee, ist es eine Shotgun? Nee, es ist nicht. Nee, das ist ein Jagdgewehr. Was ist das? Ist das ein Vogel oder was? Ah, nee. Wow, guter Schuss, Sheriff. Okay, ich bin böse. Ich bin böse drauf. Ich bin mal so dreist und behaupte, das war Anfängerglück vom Feinsten. Na, das glaube ich nicht, Kleine. Naja, jedes Baby kann eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Keine Sorge, sowas machen wir nicht. Das, ich finde sehr interessant, dass du es jetzt nicht tust, wo du, wir spielen nebenher auch GTA übrigens, GTA 5. Da überfährt er alles, was vier Beine hat. Und jetzt, wo natürlich Publikum zukommt. Wo Publikum da ist? Nein. Na, will er natürlich, nee, würde ich ja nicht, das Eichhörnchen würde ich ja tun. Wenn wir das, alleine spielen, dann hättest du es längst erschossen. Nein, hätte ich auch nicht dann. War das hier so du thematisiert lügst. Wird im Game? Und war das eine Auswirkung hat? Bei GTA hat es keine Auswirkung. Gut, wobei mich stellt, was hätte für eine für ein, wie heißt das Wort? Kennst du nicht? Auswirkung kennst gehabt. Kennst du nicht Zelda, wenn du ein Hühnchen tötest? Ja, meinst du, die Eichhörnchen hätten dich dann tausend angegriffen? Krass. Gesucht, Milgram Victor, Geschlecht männlich, Größe 1,88, letzte bekannte Adresse Blackwood Pines, zuletzt gesehen 1998. Gesucht in Verbindung mit vorsätzlicher Brandstiftung ersten Grades sowie mehreren Morddrohungen. Jeder mit Informationen über diesen gefährlichen Kriminellen sollte schnellstmöglich die Polizei kontaktieren. Und da ist die Adresse. Mann, das ist echt ein komisches Gefühl, nach einem Jahr wieder hier zu sein. Ja, echt jetzt. In dem Moment, als ich ankam, kam sofort alles wieder hoch. Ein Jahr ist kurz. Ach so, ich bin er, ich steuere ihn jetzt. Ach Gott, bin ich doof. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich steuere sie. What the fuck? Hey, das ist schräg. Abgeschlossen. Ja, Josh wollte, dass wir abschließen. Wegen der Leute. Das wollte er? Welche Leute? Na, keine Ahnung. Er meinte, es hätten mal Leute da übernachtet. Gruselig. Aufmachen, oder? Ladies first. Ein wahrer Gentleman. Muss echt schwer sein für Josh. Ich weiß gar nicht, wie er das aushalten kann. Ich wäre ein Wrack. Na, wir müssen einfach alle auf ihn aufpassen. Es muss so schlimm für ihn sein. Und er ist nicht gerade der Typ, der andere um Hilfe bittet, weißt du? So, schauen wir mal, ob wir noch was einsammeln können. Eventuell. Oder angucken können. Welcher Irre baut denn auch da oben ein Haus? Um zu zeigen, wie reich man ist? Die sind nicht so reich. Ihnen gehört bloß ein Berg. Hotel und Sanatorium für einen gesunden Körper und Geist. Oh yeah. Ach, ich dachte, die Bahn wäre schon näher. Was ist das für eine Scheiße, hast du gesehen? Das ist eine Kamera beim Jacuzzi gewesen. Was für Scheiße? Die hast doch du da aufgestellt. Ja. Tagsüber ist der so schön, aber nachts wirkt der echt bedrohlich. Wie ein schlafender Riese. Wann kommt das Buch raus? Was? Dein Poesieband. Der schlafende Riese von Blackwood Forest. Ach, lass das. Hä? Endlich, kommst du? Ich finde lustig, dass die Blackwood Pines auf Deutsch übersetzt einfach die Schwarzwaldpinien sind. Guck mal, wir sind gar nicht in den USA. Wir sind im Schwarzwald. Schwarzwald. Ja. Und es war eine dunkle Nacht im Schwarzwald. Herzöge. Als sie zurückkamen zu ihrer Hütte, und war der Leberkäse schon kalt. Auf ins Abenteuer. Ich hoffe, und die Semillon ohne... Senft. Genau. Der Senft wurde von allen Leberkasten. Okay, wir müssen was Maul halten. Zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut, gut. Er ist schwer einzuschätzen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Nein, es war eine gute Idee.
Ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro. Coole Sache. Alles klar. Lassen wir die Vergangenheit ruhen und genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, seit wann ich Josh kenne? Nein. Okay. Dritte Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorn. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn, wo ich saß. Okay, und? Und ich musste nach hinten. Und? Und neben Josh, als Banknachbar. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Boah, bestimmt vom Schicksal. Wäre es nicht so gewesen, dass Jeannie Simmons in der Pubertät war, 3 Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem ihr Sport-BH geschaut hat? Ich meine, wer weiß, du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten. Boom. Schmetterlingseffekt. Tja, wenn ich dich damals nicht von der Schule abgeholt hätte, oder wenn ich nicht damals meine beste Freundin von der Schule abgeholt hätte, dann hätten wir uns auch nie kennengelernt. Ja, das ist richtig. Es gibt so Dinge, die... Und hätte ich gestern Abend den Käse nicht gegessen, würde es mir heute nicht so schlecht gehen. Ist so. Aber man muss ja auch sehen, dass auch die schlechten Dinge im Leben dazu führen, dass es heute so ist, wie es ist. Deswegen muss true man da... True story. Okay, wir haben Jess. Oh Mann. Jess ist anscheinend eher eine schwierigere Person. Hat man schon gesehen beim ersten Bild, wo sie so komisch geguckt hat. Da stand nämlich als Charaktereigenschaft respektlos. Also wie gesagt, ich habe nur mal... Was war das denn? Jess, hey! Jessica, hierher! Was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Oh, ich mag wir sie jetzt schon. Wir stecken in diesem Mistding fest. Lasst uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Ich gehe jetzt nicht weg. What are you doing? Naja, ich wollte einfach mal gucken, wie lange man drücken kann. Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, geht, Chris. Hey, ich habe viel Fleisch auf den Knochen. Das sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Boop. Hey. Ja. Was ist denn das? Chris. Meine Güte. Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris. Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen. What the fuck ist mit dem? Okay, willst du zurückhaben, dass du es nicht liest, oder willst du ihm direkt sagen, wir sind ein Paar? Das geht ihm doch einen Scheiß an, also machen wir doch... Also ich meine, auch wenn wir sie jetzt nicht mögen, so anscheinend, aber... anscheinend. Wenn du sagst, gib mir das zurück, das ist meins. Gib das her, du Trottel. Nur keine Scheu. Ist mein Motto. Ach, du bist so ein Idiot. Vielleicht sollten neugierige Schnüffler ihre Nase nicht in anderer Leute... Nase stecken. Ja, das mache ich auch nie. Prinzipiell. Komm schon, Jess, uns kannst du's sagen. Wir verraten Steck deinen Kopf nicht immer in meine Nase. Von wegen. Ihr kommt schon irgendwann selbst drauf. Okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich hab dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier, ob sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Was? Ich meine, ihr wisst schon, irgendjemand. Aha. Sam. Hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Hat die Handschuhe an? Nein. Nein, die tragen auch nur winzige Jacken. Bei der einen gucken die Nieren hinten raus. Ist euch nicht kalt, Kinders? Was ist denn los mit euch? Wir würden die Hände abfrieren. Emily, Mikes Ex. Einfallsreich, überzeugend, intelligent. Wäre es nicht mehr so. Diese Bezeichnungen sind immer so. Da anders ist witzig. Da, Matt, Emilys neuer Freund. Motiviert. Ehrgeizig, sportlich. Oh yeah. Weißt du? Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? Oh mein Gott. Dieses. Es ist halt. Aber man mag's, ne? So klischee-mäßig alles und so. Es muss, jeder muss in einer natürlich so krassen Rolle sein. Nein, ich meine, ich krieg langsam Angst. Oh. Ja. Das wird komisch, die anderen wieder hier oben zu sehen. Ich meine, was glaubst du? Junge, mein Gott, was spinnst du?
Alter, ist der jetzt gehüpft neben mir? Sag mal, das kannst du doch nicht machen. Die Scheiße, so laut ist Mann. Ja, du erschrickst immer vor Tönen. Das ist so schlimm, ohne Witz. Alter, mein Herz. Warum muss es denn knallen, wenn er runterspringt? Ich hätte eure Gesichter gerade sehen sollen. Weil es explodieren würde. Nicht schlecht. Michael, du bist ein Arsch. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zur Gewalt. Ist doch nur harmloser Spaß. Wir sind hier im Wald. Es ist schaurig. Kommt schon. Lasst uns doch die Stimmung genießen. Die Stimmung genießen? Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du reagierst immer so. Was macht er? Schau mal, er ist schon ein bisschen Sunnyboy, ne? Also. Er ist halt ein Footballplayer. Ja, droht er jetzt? Ist ja... Das ist ja dieses ganz typische American Teenage College Ding. Es gibt die Cheerleader, die auch immer voll ätzend sind anscheinend. Du musst als Cheerleader in den USA anscheinend eklig sein, also ja, menschlich gesehen. Absolut. Dann gibt es die Football-Player, die eigentlich auch voll scheiße sind. Dann gibt es die Intelligenten, die haben meistens eine Brille auf. Weil kluge Menschen tragen immer Brillen, deswegen trage ich auch meine Brille gerade. Ja, es ist halt so ein richtiges, krasses... So, also, begrüßen, wir sind alle Freunde oder drohen, hau ab, Mike. Ja, wir können ihn jetzt formen. Ist er jetzt so ein richtiger Footballer? Also, wie du jetzt gerade gesagt hast, dann müssen wir ihn drohen. Dann drohen wir ihn jetzt. Machen wir, oder? Komm. Machen wir. Michael, halt dich einfach raus. Emily und ich sind jetzt zusammen, also komm klar damit. Ich sag's dir nicht nochmal. Haben wir uns verstanden? Tja, ich dachte, wir könnten das abhaken. Als Kumpel, aber... Ja, gut. Mike. Nein, nein, nein. Nein, alles cool. Ich gehe einfach weiter. Bin ganz vernünftig und so. Für mich ganz allein. Peace. Ich glaube, er hat's kapiert. Ist echt heiß, wenn du den Macho machst. Weißt du das? Oh, Mist. Was? Könntest du die da für den restlichen Weg tragen? Das Gepäck? Ja, die ganzen Taschen. Wieso? Ich muss erst mal zu Sam. Okay. Sorry, ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle oben ankommen. Ist halt nicht offensichtlich, dass sie zu ihm will, ne? Ist doch was da. Es ist wichtig. Na? Gar Mäh, nicht. Bitte. Also, ich muss jetzt auf einmal, wo er vorbeigekommen ist, muss ich zurückgehen. So. Dann machen wir jetzt nochmal den Macho und beharren, ich lass dich nicht allein. Und zack. Ein Scheißdreck. Ich finde wirklich, du solltest den Pfad nicht allein runterlaufen. Im Ernst jetzt? Es ist kalt und gleich wird's dunkel und... Und du beschützt mich dann vor der bösen Dunkelheit. Ich lass unser Zeug hier und komm mit. Es klaut schon keiner. Matt, willst du mich veralbern? Das Ganze dauert doch nur 5 Minuten. Willst du mich wirklich ständig bewachen? So war das nicht gemeint. Warum hörst du nicht einfach auf mich? Warum hinterfragst du immer alles, was ich sage? Tut mir leid. Ich will doch nur helfen. Wenn du helfen willst, dann bring unseren Kram und alles rauf zur Lodge, so schnell du kannst, okay? Okay. Gut. Hätte ich jetzt nicht gemacht, wenn ich Matt wäre. Wir treffen uns oben, wenn ich bei Sam war. Dann bis später. So ein Loser. Hätte ich jetzt nicht gemacht. Sagen, was ist los mit dir? Wenn es nur 5 Minuten dauert, dann kann ich auch 5 Minuten mitgehen, oder? Was ist das für eine Logik? Du willst doch bloß zu deinem Ex gehen. Ja. Das ist Ashley. Ist verknallt in Chris. Neugierig, offen und fleißig. Fleißig, genau. Oh ja. So, jetzt können wir ein bisschen gucken. Wow. Guck mal. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und wait, aber die mit den Zöpfen ist doch mit ihm zusammen. Schluss machen scheint bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten. Sie muss mit ihm nochmal reden. Fasst euch an, ja. Fasst euch an! Alexander. Oh Gott! Gott! Hey, wow. Tut mir leid, Ash, ich wollte dich nicht erschrecken. Muss das sein, ja, also, Matt? Ich meine, ich wollte dich schon erschrecken, aber nicht völlig verschrecken. Oh mein Gott! Hey, wow. So. Mann, tut mir echt leid, Ash. Ist okay, schon gut. Was schaust du dir an? Ist irgendwas Spannendes zu sehen? Lass mich mal ran. Okay, sie ist in Chris verknallt. Ei, scheiße, das ist ja seine Freundin, die da unten jetzt mit ja, dem Team steht. Ja, natürlich. So, täuschen sie es kaputt oder sagen, er soll sich es anschauen? Ja, dann siehst du an. Ich würde es ihm, ja, hätte ich auch gesagt. Ich meine, guck mal, er trägt ihre ganzen Koffer hoch und sie ist da unten zack, mit. Zack, zack. Ja. K-
klar, wenn du willst, ziehst dir rein. Nur zu. Oh. Okay. Verdammte Scheiße! Oh. Ja, natürlich. Ist das dein Ernst, Emily? Was soll das, Mann? Der läuft bestimmt nicht. Nichts? Meinst du echt? Ja, bestimmt. War es schon jemals nichts bei M? Ehrlich? Ich weiß nicht. Verdammt! Mörder. Ja, ist doch richtig so. Lass ihn doch gucken, da kannst ja du nichts dafür, Mädchen. Nee, natürlich kann sie nichts dafür. Ja. Aber wir wissen halt nicht das Verhältnis zwischen ihr und M. Ja. Was hat das zu bedeuten? Vor allem, er ist ja ihr Freund eigentlich. Mein Gott, da wird ja schon wieder überall wild durch die Gegend, nicht? Ja, ja. Ist das Handy? Leuchtet? Auf Handy schauen oder Buch lesen, Junge, was? Buch gleich in die Mülltonne. Sag mal. Guck mal, als wäre das wahr. Nimm mal einen Schal an. Ja, die hat auch die Jacke so offen. Das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist umzingelt. Aber wie könnte ich mich da noch wehren? Na, sogar ihr Bauch guckt vorne raus. Das hat selbst minus 4000 Grad. Einen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will. Okay, zur Bank laufen oder Schneeball nehmen? Schneeball. Ich, keine Ahnung, wenn du es so sehen willst. Hey! Wirf ihn ab! Au! Klasse. Das ist doch ein Oh ja. Das ist sexy Musik. Oh, aha. Hey. Oh, oh. Oha. Oh. Oh, guck mal, da ist der Vogel. Das ist der Vogel. Was will er uns jetzt sagen? Ich soll ihn aber jetzt nicht abwerfen, oder? Hallo. Komm schon. Hey, Mike. Oh, Schakalaka. Okay, jetzt hast du mich. Schon Hat der mich einmal getroffen? Voll der Loser, ne? Das ist die Szene. Manchmal ist es am besten einfach nichts zu tun. Du kannst dich nicht verstecken, Michael. Ich kenne all deine Tricks. Okay, ich glaube, das Spiel will dir sagen, dass du jetzt einfach nichts tust, weil du den Vogel abwerfen würdest. Wir haben jetzt auf die Vorhersage gehört. Ja. Warum sollte ich auch den Vogel jetzt abwerfen? Ne? Das war ja die Vorhersage. So haben wir nochmal einen Schmetterlingseffekt quasi durchbrochen. Ne? Jetzt bist du dran. Hab dich, das war's. Oh, ihr hat nur eine Jeans an, ihr Rücken guckt raus, sie hat keinen Schal an, Alter. Ich weiß nicht. Oh, das ist ja schön kalt. Ich glaube, das wüsstest du, wenn es so wäre. Okay, okay. Mal sehen. Sagen wir also mal, ich habe gewonnen. Du bist eine würdige Gegnerin, Miss Jessica, die Schneeball-Queen. Okay, das klingt fast schon reizvoll. My Lady? Küssen oder Schneeball ins Gesicht? Schneeball! Ich wusste, dass du das machst, weil du eine Abneigung gegen ihn hast. Ich habe gegen beide eine Abneigung. Okay. Okay, jetzt bist du dran. Womit bin ich dran? Tja, da fällt mir mindestens eine Sache ein. Ja. Aber du musst noch warten. Bis später. Können die das jetzt mal lassen, bitte? Wir sollten zur Lodge gehen. Ja, auch wenn es hier echt schön ist. Ja, voll schön. Auch so warm. Atemberaubend. Und so weich. Ihr könnt auch hierbleiben. Für ziemlich lange. Vorausgesetzt. Ihr könnt euch jetzt auch einfach ausziehen und wilden Sex im Schnee haben. Also weiß ich jetzt auch nicht. Oh, jetzt ist das Video schon wieder demonetarisiert. Wenn es monetarisiert wäre. Irgendwo zwischen diesen Gänsefüßchen frieren wir uns zu Tode. Richtig kacke eigentlich, ne? Ja. Darf man auch Kacke sagen? Nein. Sollten wir wirklich jemals irgendein Video hier monetarisieren, was unwahrscheinlich ist, glaube ich auch. Dürften wir das alles nicht sagen? Wir würden sofort wieder. Stell dir mal vor, das wäre bei Twitch so. Alter. Real Talk. Das ja, in diesem Monat keine Sub-Auszahlung. Du hast viermal Scheiße im Stream gesagt. Ja. Was? Das wäre besser. Da sind wir wieder. Okay, Dr. Hill. Guck mal auf die Zeit. Fühlen wir uns jetzt? Warte, ich gucke mal auf die Zeit. Zack, einmal gucken. Okay, dann würde ich sagen, nach dieser Sequenz jetzt mit dem Doktor, machen wir den ersten Cut. Ja, genau, machen wir den ersten Cut. Hier nochmal ein Gespräch. Wir haben kaum an der Oberfläche gekratzt in der letzten Sitzung, also gehen wir doch etwas tiefer dieses Mal. So. Dieses Mal versuchen wir, zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Okay, Alexander, jetzt wir gehen in deine Wurzeln. Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin. Mhm. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Na, alles klar. Macht dir der Mann mehr Angst oder Frauen?
Männer machen mich nervös, Frauen machen In wessen Gegenwart fühlst du dich? Sagen wir, es sind Fremde. Welche Gegenwart macht dich nervöser? Ganz einfach, Männer sind immer gefährlicher. Okay. Immer. Okay. So, ist doch klar. So. Menschenmenge oder ein Flugzeug? Was macht dich nervöser? Was findest du unangenehmer? Das ist irgendwie so ein richtig dummer Vergleich. Aber wenn, da machen wir natürlich Menschenmengen beim Flugzeug. Was soll da Angst? Also, wenn du Höhenangst hast, dann wäre das natürlich eine Sache. Ja. Aber ich habe keine Angst vor Höhe und Flugzeuge. Ich tatsächlich gar nicht. So. Höhe oder Angst vom Ertrinken? Tatsächlich habe ich vor beiden relativ wenig Angst, weil Höhenangst habe ich nicht. Aber im Vergleich wäre es dann eher die Höhe als wie das Ertrinken. Okay. Ich hätte eh die Höhe gewählt, ich habe Höhenangst. Ich habe keine Höhenangst, aber ich schon. Im Vergleich muss man einfach sagen, schau dir mal die Aussicht da an. Ja, ja. Und dann das Wasser. Aber ist dir aufgefallen, als wir im Riesenrad waren, ne? Ja, ja, ich weiß. Okay, Schlangen oder Ratten, was findest du schlimmer? Ja, Schlangen natürlich sind ja auch gefährlich, Ratten sind ja nicht gefährlich. Ich habe mit beiden Tieren keine Probleme. Wenn sie da eine Stinkwanze mit reingebastelt hätten, hätte ich die Stinkwanze gewählt. Ja, ne, ich muss einfach realistisch sein. Schusswaffen oder Stichwaffen, was macht dir mehr Angst? Weißt du, was ich witzig finde? Mhm. Von diesen ganzen Horrorfilmen finde ich Messer oder Dinger dann doch eher beängstigender. Ich glaube, Messer sind schmerzhaft. Ja, genau. Waffen. Ich meine, so eine Waffe, du kriegst so einen Schuss im Kopf und dann ist vorbei. Ja, gut. Aber du kannst auch nur Arme anziehen. Also, ich glaube, in einem Kampf. Definitiv Messer finde ich angsteinflößender tatsächlich. So, das passt halt mehr zu Mördern, Monstern. Die ganzen Horrorfilme. Hm. Ja, Kakerlaken machen mir Angst. Schlangen machen mir Angst. Ich würde bei beidem relativ, also wenn es plötzlich in meinem Wohnzimmer, würde ich bei beidem schreien, sag ich, wie es ist. Ich finde, also hätten sie, dass sie halt mit Angst immer in Verbindung bringen, ich finde Kakerlaken halt ekliger. Deswegen, wir machen dann wandel das für dich in Ekel um. Ja, findest genau. Du einfach unangenehmer absolut, als das andere. Absolut, dann machen wir das. Ja. Ich finde eklig natürlich. Wie er irgendwas notiert. Clowns oder Vogelscheuchen? Ich finde den Clown schlimmer als. Der hat Alex mag keine Clowns. Ich hätte die Vogelscheuche. Ich habe gar kein Problem mit Clowns, aber die Vogelscheuche finde ich ätzend. Das sind Menschen ohne Gesicht. Blutend, Blut oder. Was? Krähen? Also da würde ich ja. Also natürlich nehme ich da die Gedärme und das Blut und so. Wenn ich da jetzt irgendwas sehe mit Kopfteilen oder so. Also. Hab ich dich erschreckt? Verzeihung. Ach, ein weirder Psychologe. Du machst das wirklich gut. Danke. Sei nicht nervös. Nein. Das ist schon geil. Versuche es etwas schneller. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Okay, du musst jetzt schneller entscheiden. So. Spinne oder Kakerlake? Ja, jetzt machen wir natürlich links. Vergleich. Nadeln oder Blut? Nee, ja, Blut und so. Nadeln an sich. Zombies oder Clowns? Zombies sind noch geiler. Ich finde Zombies. Du sollst schneller entscheiden. Ja, ja, ja. Du hast Zombies gewählt? Ja. Die machen dir mehr Angst als Clowns? Ich finde sie geiler. Sorry dafür. Du sollst. Wolf oder Ekel, okay. Ich soll jetzt einfach machen. Das wird ein sehr blutiges Spiel bei dir. Blut ekelt mich an, Stürme machen mir Angst. Ich finde Stürme eigentlich entspannt. Okay, es wird ein sehr blutiges Spiel bei Alex. Das ist sehr interessant. Danke dafür, dass du so gründlich warst. Die Zunge. Kakerlaken, Zombies und Innereien. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. Ich würde gerne Psychologen wechseln. Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. Okay, tschüss. Ja, dann tschüss. Ja? Viel Spaß. Schau, wie er den Arm da hinten verschränkt. Scheiße, kannst du Pause machen? Ja. Dann fangen wir nämlich damit im nächsten Kapitel direkt an. Genau. Für die neue Aufnahme. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Das war Teil 1 von Until Dawn mit Alex, alias Taurin und mir, die Doni. Und wir sehen uns dann im zweiten Teil gleich wieder. Genau.
und dann, was bisher geschah. Genau. Das passt ganz cool. Perfekt. Ich glaube, die sind tatsächlich vergesst nicht, das Losungswort war. Sollen wir bei dem auch mal? Okay, dann ist das Losungswort Innereien. Gucken wir mal, ob die Leute überhaupt noch mitmachen. Bei den letzten Videos müssen wir erstmal gucken, ob dann der Hype schon wieder vorbei ist mit dem Losungswort. Welcher Hype? Wovon redest du? Ich weiß nicht. 40 Aufrufe auf dem Video ist noch kein Hype. Das ist der Mega-Hype. Okay, alles klar. Egal. Ich wünsche euch was. Tschüss. Tschüss. Tschüss.